Die Geschichte ist abgefahren und dramatisch. Fünf Menschen verabreden sich zum gemeinsamen Selbstmord. Was dann passiert, das erzählt uns der Film Suicide Club, also zu gut Deutsch Club der Selbstmörder. Das ist ein Film von Olaf Saumer. Saumer ist in Kassel geboren, hat dort Film studiert und der Suicide Club ist sein erster großer Kinofilm, der übrigens auch komplett in Kassel gedreht wurde. Und dieses Erstlingswerk wurde gleich nominiert für den Max-Ophüls-Preis, den wichtigsten Wettbewerb zur Förderung junger Regietalente. Olaf Saumer hat seinen Film höchstpersönlich zum Festival nach Saarbrücken gebracht und wir sind mitgefahren. Olaf Saumer ist aufgeregt. Schließlich ist heute sein großer Tag. Die Filmkassette in seinen Händen hat ihn 4 Jahre in Atem gehalten. Sein erster Spielfilm, gleich nominiert für den renommierten Max-Ophüls-Filmpreis. Das Band muss nach Saarbrücken, denn heute Abend ist dort Premiere. Ja, Nervosität ist schon leicht da, also es kribbelt schon. Ich hoffe natürlich, dass der Film beim Publikum gut ankommt. Morgens noch hat er letzte Korrekturen gemacht. Für den Studenten der Kasseler Filmhochschule ist bereits die Nominierung für den Filmpreis eine kleine Sensation. Denn aus 700 eingereichten Filmen wurden 15 ausgewählt. Und einer davon ist seiner. Der Titel: Suicide Club. Bei Sonnenaufgang treffen sich 5 Menschen auf einem Hochhausdach, um gemeinsam in den Tod zu springen. 5 ganz unterschiedliche Typen. Keiner weiß vom anderen, warum er springen will. Sie kennen nicht einmal ihren Namen. Ein extremer Ausgangspunkt für einen Film. Doch es kommt alles anders als geplant. Wenn du es so eilig hast, dann spring doch allein! Nein, nein, mein Freund, so nicht. So nicht, so haben wir nicht gewettet. Wir alle hier wollten es gemeinsam tun. Ja, wir sind gemeinsam hier, aber jeder freiwillig. Und außerdem bin ich nicht dein Freund. 4 Jahre ist der Dreh in schwindelerregender Höhe schon her, auf dem Kassler Hochhausdach. Für Olaf Saumer eine gewaltige Herausforderung. Nach 4 Wochen geht dem Filmstudenten bereits das Geld aus. Er muss den Dreh zunächst abbrechen. Am Ende wird Suicide Club gerade mal 40.000 Euro kosten. Alle verzichten auf die Gage, trotz extremer Bedingungen. Dieses Bild, wenn sie an den Rand treten, da wurden alle 5 Schauspieler abgesichert von einem Bergsteiger. Der hat sie alle mit einem Seil abgesichert und da hatten natürlich die ein oder anderen Probleme, logischerweise direkt an den Rand zu treten. Und das war so einer der wenigen Punkte, wo wirklich die Schauspieler Schwierigkeiten hatten. 4 Wochen verbringen die Schauspieler auf dem Dach. Tag für Tag. Für alle eine äußerst intensive Erfahrung. Doch das Spiel mit der Gefahr wird von einigen Augenzeugen missverstanden. Sie alarmieren die Polizei. Also wir haben dann schon die Sirene von weit weg gehört und dachten dann noch so, ups, die wollen noch nicht zu uns. Und ja, sie wollten zu uns und kamen dann auch aufs Dach. Mehrere Polizisten und es haben besorgte Bürger angerufen, dass es hier ein Massensuizid stattfindet auf diesem Dach. Und wir hatten vorher allerdings auch Bescheid gegeben, Kassel Bescheid gegeben. Und Baunatal liegt ja gleich nebenan. Und Baunatal, die Polizei von Baunatal, wusste nichts davon. Und deswegen kamen die und wollten mal schauen, was da los ist. Das Drama schlägt um zur Komödie. Mit sparsamsten Mitteln und einem überzeugenden Drehbuch, das Olaf Saumer gemeinsam mit seinem Bruder geschrieben hat, sorgt der Film immer wieder für überraschende Wendungen. Ja, ich komme heute Abend. Und wie kommt das an? Wie wird das Premierenpublikum heute Abend in Saarbrücken reagieren? Bisher wurde der Film nur einmal gezeigt, in der Hochschule. Olaf Saumer ist nervös, vor allem, weil er die Filmkassette noch gar nicht abgegeben hat. Dadurch, dass halt jeder kein Geld bekommen hat bei diesem Projekt und sozusagen das nebenbei gemacht hat, ist es dann halt so auf den letzten Drücker alles so ein bisschen. Aber ich habe auch vom Festival schon erfahren, dass ich nicht der Einzige bin. Da sind ganz viele andere Filmemacher, die haben die gleichen Probleme und bringen quasi auch jetzt direkt, wenn sie hinkommen, das Band mit. Zum ersten Mal im Rampenlicht. Und alle seine Schauspieler sind da.
Wie vielleicht der Klaus kann dann irgendwie jetzt. 19 Uhr. Die Spannung steigt. Wir befinden uns im Wettbewerb, in dem ich als erste Zuschauer von Olaf Sauer. Viel Spaß. Festig, und überzeugen. Und da waren Lachen, man konnte weinen. Es war eigentlich eine gute Mischung dabei. Wirklich, sehr guter Film. Das ist irgendwie ein Glücksgefühl und ein tolles Gefühl. Und man weiß irgendwie dann, das ist eine Bestätigung. Olaf Saumer ist erleichtert. Wenn er jetzt noch einen Verleih für seinen Film findet, wäre das Glück perfekt. Und vielleicht ist ja noch mehr drin. Am Sonntag werden die Preise verliehen.